what's wrong and why you never said you felt that way. Wieso ist denn jetzt so windig? Fällt mir schon gerade der Schuh runter, der Handschuh. Yo, yo, yo! Was geht ab? Wir haben mal wieder einen Schleicher vor uns, der mit 30 durch die 50er-Zone fährt. So kann man das Video auf jeden Fall gut starten, würde ich sagen. Wir wurden gerade schon von einer Windböe erwischt, meine Handschuhe sind weggeflogen, alles mögliche, Brille weggeflogen. Meine Güte. Oi, was stehen denn hier für Schätzchen? Schön. Ja. Nein! Hier wird nicht lang gefahren, hier stehen sie. Nein, hier fahre ich glaube ich doch nicht lang. Das war mir schon fast klar, dass die da vorne gleich stehen. Ich glaube es ja. Ich sag mal, sonst würden sie hier nicht schon, sag mal, Handzeichen geben. Wenn es erst, sag mal, nach 5 Kilometern oder so gefühlt kommt. Na, wenn nicht, ich warte hier kurz. Du kriegst eben um die Ecke da rum. Aber ja, die sind jetzt auch gerade wieder zurückgefahren. Und der hat einen Typ, was hier vorne oben mit der Asse eben so. Naja, der war halt weg, ne? Hier kommt. Ja. Ja. Fährst du vor? Ey, ich auch nicht. Dann werden wir eh beide rausgezogen, dann ist egal. Dann fahren wir nebeneinander. Ja. Jetzt langsam fahren. Ja. Haben wir jetzt doch Glück gehabt? Aber warum haben uns die denn die Leute gewarnt? Uns haben hier locker gefühlt 1000 Leute gewarnt. Von wegen, oh langsam, ganz hektisch waren die alle. Und im Endeffekt ist doch nicht hier oder was? Also ich kapiere hier nichts mehr. Ja, aber dann müssen die ja da hinten stehen. Mal wieder ein Fahrradfahrer, der einfach mal, wie alle anderen auch, einfach den Fahrradweg benutzen kann. Wofür wurde denn das alles hier schön geteert, wenn man es denn doch nicht nutzt? Ich verstehe es nicht. Kuckuck! Die Jungen immer schön im Kreisverkehr die Schräglage üben. Juhu! Junge, war das knapp! Klang. Jawohl! Wir gehen! Ich wollte so richtig cool runterzählen und dann kommt er vorbeigeschossen, aber irgendwie funktioniert das nicht so. Ein richtiger Stuntman. Oh, jetzt müssen wir bremsen. Doch nicht, oder? Er wird langsamer und noch langsamer.
So, an der Stelle würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann nach der Kurve zum nächsten Video. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again.